Wir werden immer mal wieder gefragt, wie man unsere Autoaufkleber, unsere New Sauerland Aufkleber aufs Auto bekommt, weil ihr seht es vielleicht hier, das sind einzelne Buchstaben. Es ist keine komplette Trägerfolie, sondern damit es einen wirklich edlen und tollen Look hat, haben wir die Buchstaben einzeln printen lassen. Und in dem Video heute zeige ich euch, wie man den Aufkleber gut aufs Auto bekommt, oblasenfrei und ja, dass es auch schick aussieht auf dem Auto. Im ersten Schritt, normalerweise nimmt man sich ein Maßband, in dem Fall kann ich mir das schenken. Unser Auto hat hier so eine wunderbare Heckleuchte, die ja normalerweise in der Mitte angebracht ist. Und ich würde dann da die Mitte nehmen, nicht gerade auf dem Heizstrahler, das macht sich auch nicht so gut. Und muss natürlich die Fläche einmal reinigen. So, nehmen wir da so einen haushaltsüblichen Glasreiniger, da gehen wir einmal mit drüber, weil es sehr wichtig ist, dass die Fläche fettfrei ist, damit sich nicht einzelne Buchstaben im Laufe der Zeit ablösen, beziehungsweise wenn ihr durch die Waschanlage fahrt, dann eventuell durch die Bürsten abgehen, weil die nicht richtig haften. Also das ist schon ganz wichtig und wo ich gerade dabei bin, putzen wir einfach mal die ganze Rückscheibe. So, sauber ist es. Jetzt sieht es so aus, dass wie gesagt einzelne Buchstaben hier auf dem Aufkleber sind und ihr müsst die Trägerfolie, hier ist noch eine transparente Trägerfolie drauf, ist ein bisschen schwierig abzukriegen. So, ihr seht das hier, die macht er ab und die Buchstaben sind einzeln da drauf. Das heißt, man muss das so leicht scharf abziehen, immer mal wieder gegendrücken. Ist ein bisschen Aufwand bei der Montage, aber dafür sieht es hinterher sehr edel und sehr cool aus. So, das A, das U kommt auch, E, R, L, A, N und das D. So, Sauerland ist komplett. Und dann, ich habe jetzt wie gesagt nichts angezeichnet, das ist jetzt so ein kleiner Aufkleber. Normalerweise würde man bei einer Autobeschriftung würde man schauen, dass man das genau ausmisst und genau in die Mitte bringt, aber das traue ich mir hier in dem Fall durchaus auch so zu. So, dann drücken wir den Aufkleber, wenn wir die Position gefunden haben, einmal an. Dann ist er noch relativ locker. Genau. Und dann gehen wir mit der Hand einmal drüber, dass der einigermaßen angedrückt ist. Und normalerweise hat ja jeder eine Kreditkarte oder eine Scheckkarte oder hier so eine Karte von der Post. Da geht er dann einmal noch mal drüber und klebt, drückt hier über die Buchstaben. So. Einmal noch die Trägerfolie abziehen. So. Wunderbar. Und drauf ist der New Sauerland Aufkleber auf dem Auto.